Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren heute wieder nach Pferden. Genau, wir haben nämlich einen Termin mit Papa. Ja. Der hatte ja Geburtstag und wir gehen heute mit den Kollegen essen. Und dann haben wir noch was anderes Schönes vor, ne? Soll ich es auch sagen? Ja. Also wir wollen dann noch zu Crema. Und vorher müssen wir noch ins Sporthaus. Ah, okay. Ja, genau, also heute gibt es einen kleinen Crema-Vlog quasi. Genau, und wir nehmen euch einfach mal mit. Jetzt bändigen wir erstmal Mias Haare. Die sind ja sowas von genial geworden. Guckt euch das mal an hier. Ja, und dann müsst ihr gleich erstmal das Skoda rauslassen, beziehungsweise die Pferde rauslassen, weil, ich zeige euch jetzt mal was. Guck mal, ich habe eine Pferdedecke mit Wischmopp hier im Esszimmer, weil Skoda ist heute irgendwie ein bisschen durchgeregnet und zwar ist das vorne bei ihm in die Decke reingelaufen. Deswegen müssen wir unbedingt ein Halsteil kaufen für den armen Kerl. Ja, und die müssen wir gleich nochmal ein bisschen wieder rausbringen, die Pferde, und dann fahren wir los. Arme! Jetzt habe ich kein Haargummi. Hier. Was ist da verwurschtelt? Hilfe! Oh nee! Ja! Ja! Aua! Mann, dann halte ich meine Hand drauf fest, dann kann ich mich darauf aufschlitzen. Jetzt muss ich das ganze Gewürge hier erstmal durchkriegen. Aua! Aua! Hilfe! Au! Aua, Mann! Ich kann da nichts für, das ist so viel an Haarkram. Oh Mann! So, fertig. Guck dir mal, was das hier immer für ein Theater ist, jeden Morgen. Mann, für meine Baby brauche ich nicht Haargel oder so. Willst du Haarspray haben? Mm-mm. Außerdem finde ich das ganz schick mit den Babyhaaren. Mm-mm. Zeig ich mal. Da sieht meine Stirn so groß aus. Vielleicht hast du so viel Stirn einfach. Hey. So, wir gehen jetzt Skoda schnell anziehen und die Pferde rausschmeißen. So Leute, für uns geht's jetzt los. Mia freut sich. Ja. Wir haben eine kleine Liste, ne? Was brauchen wir denn? Wir brauchen Imprägnierspray für Pferdedecken, ein Halsteil für Skoda und du brauchst Stiefeletten und ja, eine Softshelljacke wolltest du haben, eine neue, ne? Ja. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Mal gucken, was uns über den Weg läuft. Also, ciao. Tschüss. Ja, wir sind gleich da. Hier sieht man die Skyline von Pferden. Und wir sind in einer Minute dann da. Und dann müssen wir gucken, dass wir bei dem Regen irgendwie einen möglichst nahen Parkplatz kriegen. Es pisst nämlich immer noch. Das ist so richtig toll heute. Das sind hier übrigens die Allerwiesen. Guck nicht so, Mia. Ist so. Hier laufen auch immer Pferde. Da sind sogar noch welche. Auf der Seite waren eben noch welche. Oh. Oh. Hallo. Und Mia, hast du Bock auf Essen gehen? Ja. Ja, auf was freust du dich mehr? Sporthaus essen oder Crema? Crema. Woher habe ich das gewusst? Aber Sporthaus auch, aber weil wir im Sporthaus nicht so viel brauchen. Nee, da brauche ich nur ein Halsteil für Skoda und Imprägnierspray für die blöde Decke. Obwohl ich glaube, dass es vorne reingelaufen ist, deswegen Halsteil. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Papa. Ja. Mal gucken, ob seine 60 da noch hängt, ne? Bin ich mal gespannt, ob wir das noch sehen können, so richtig sehen können. Schade, da hängt gar keine 60 mehr. Na, so ist aber auch. Dann geh mal rein. Klopfen. Ach. Hallo. Na, ihr? Wir wollten mal den alten Sack besuchen. Ja, der ist da drüben. Nee. Ach so. Der hat gemacht. Das sieht doch nett aus hier. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass die 60 noch an der Tür hängt. Was ist denn das hier? Schwächelst du? Die habe ich ja gleich am Dienstag schon weggemacht, damit ich das halbe Rathaus hier reingehe. Ach so. Deswegen. Aha. Ja, hast du gedacht, du drückst dich mal. Na gut. Nee, drück nicht. Ich habe das nur minimiert. Ja, genau. Aber hier hast du ja noch ganz viel liegen. Was? Ja.
damit du auch jeden Tag weißt, wie alt du jetzt bist. Ja, das ist die beleuchtete hier. Die war sogar beleuchtet. Ja, die geht auch. Ach so. Ja, ja. Wie schick ist das denn? Das ist ja richtig cool. Das war über beide. Mit einer 60 in der Mitte. Damit dem, in dem Alter noch ein Licht aufgeht, oder? Ja, und das Ding hing hier in der Mitte. Ja. Wie draußen konnte man das da schon sehen, am Fenster? Ja, die beiden habe ich ja schon weggenommen hier. Da der ach, da ist auch noch Luftballons. Ja, die Luftballons mit der 60. Papa, ja? Und die müssen natürlich hier liegen, dann weißt du immer, wie alt du bist. Ja, die habe ich eingesammelt, damit die nicht alle wegkommen, für die nächste 60. Die brauchen wir nächstes Jahr im Oktober wieder, am 24. Dann wird Kerstin 60. Mhm. So, jetzt geht auch noch. Ja. Dann sind wir ja schon zu spät. Nö. Na, Mia? Hältst du dich am Schirm fest? Ich halte den Schirm fest. Also, dann gehen wir mal zum Restaurant. Reinhard kriegt das geschenkt. Ach, das kriegst du auch noch? Ja, sicher. Oh Gott, jetzt erst. Ich dachte am Montag schon. Nein. Ach so. Das macht ja keinen Sinn. Ein Geschenk gibt's auch noch. Ja, wow. Hoffe ich. Oder die Entlassung. Deine Papiere sind aber so schwer nicht, oder? Nee. Du musst den Schirm schon festhalten. Ja. Ne, alter Sack, sagen andere. Ja. Ruhig bereit, alles Gute für den weiteren Lebensweg im Namen des Fachbereichs 5. Ja, wir haben wieder keine Mühen und Kosten gescheut. Die wünschen in erster Linie Kerstin nicht. Sie hat mal was vorbereitet. Eine Wenn du mal Tafel. Du siehst, überall sind kleine Post-its drauf mit einem Text und immer kleine Geschenke dabei. Ich denke, es ist ganz amüsant. Ich denke, deine Familie wird auch von profitieren. Guck dir das mal cool an. Liebe ich. Ja, ansonsten 60 Jahre gehört mir auch. Ich mehr. Auch. Oder weniger zu den Älteren bei uns. Vorspeise. Bruschetta. Schmeckt gut, ne? Kästen? Finde ich auch. Mia möchte nicht. So, Mia hat jetzt erstmal ihren Mega Burger. Und mein, ja, und die Pommes, die sind XXL. Die sind XXL. Tatsache. Und Ketchup und Mayo ist auch XXL, oder? So, finde ich schon. Aber der Burger sieht gut aus. So, Kerstin, was hast du? Salami, Pizza, nee, mit Rustika. 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 Mit Schinken und Salami. So, und ich habe hier mit. Und ich habe vergessen, grüne Soße. Ah, siehst du. Ich hätte auch gerne grüne Soße gehabt und habe dann gedacht, nicht. Wollen wir noch grüne Soße nachbestellen? Können wir doch mal machen. Also ich habe jetzt hier mit Artischocken, Kapern, Tomaten und Pilze. So, ich bin pappenvoll und hab's geschafft. Mia, was sagst du? Brauch heute den Tag nicht mehr zu essen. Burger hast du geschafft, ne? Ja, ja. Das war auch ein mega Ding. Ich glaube, jetzt bin ich ein Kilo schwerer. Vielleicht hilft Papa dir noch bei den Pommes. So, das hier sind die Bronzefohlen, die hier in Pferden stehen. Wollten wir euch mal zeigen. Mal gucken, was hier unten steht. 1605 bis 1980. Ja, zum 375-jährigen Bestehen des Kaufmännischen Vereins Pferden. Genau. Cool. Ja, Mia hat es jetzt eilig. Wir sind fertig mit Essen und total pappensatt. Und jetzt laufen wir erstmal zum Auto und dann geht es jetzt weiter zum Sporthaus. Ja, ich bin sowas von voll. Ey, ich rolle schon fast. Ganze Pizza aufgegessen. Wir hatten da ja auch so ein Bild mit so Fässern, ne? Ja, da hätte ich mich am liebsten reingelegt und wäre so gerollt, genau. Oh nee, da wäre mir schwindelig geworden. Das bestimmt. So. Ah, da hinten sind wir auch noch. Ja. Das war voll lecker, ne? Ja, aber so viel. So viel, ja. Na gut. Ab zum Sporthaus. So, wir sind gleich jetzt auch beim Sporthaus. Also hier ist ja nur ein Katzensprung. Sind wir gewesen. Ja schon da. Wir wollten den Parkplatz kriegen. Aber das sieht ja gut aus. Oh. Ja. So. So, dann sind wir jetzt da. Und dann, ja, ich komme. Und dann müssen wir gleich erstmal Dingsen hier uns jemanden suchen wegen dem Halsteil. Ne? So, wir sind jetzt wieder aus dem Sporthaus raus. Wir konnten da leider nicht filmen, weil da einfach zu viel los war.
Wir zeigen euch aber nachher, was wir gekauft haben. Ne? Das machen wir nochmal in einem extra Video. Wir fahren jetzt erstmal weiter zu Crema und dann gucken wir mal, was da so Schönes los ist. So, wir sind gleich bei Crema. Da sieht man da hinten, ich weiß nicht, da sieht man da hinten schon dieses Zeichen von Crema. Weiß nicht, sieht man das? Ja, das sieht in der Kamera immer so klein aus. Ja, das sieht immer so klein aus, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt sieht man es, glaube ich, sehr. Da ist Crema. So, jetzt sind wir aber da. Ich muss gleich noch meinen Schlüssel eben schnell einstecken hier. Und dann müssen wir mal unsere Liste erstmal abarbeiten, hä? Weihnachtsklamotten. In Rot gibt's immer und in Silber auch. Jedes Jahr gleich. Mit Weihnachtsmützen. Mia, brauchst du eine Weihnachtsmütze für deine Stute? Diese Dinger hier. Oh, das ist aber süß. Das ist süß, ja. Aber ich würde gerne diese Farbe. Ja. Aber ich meinte hier, guck mal, hast du das gesehen? Wie macht man das denn dran? Hier die Ohren durch. Oh. Und dann mit einem Klett. Und dann hier so zu machen. Ja, scheinbar. Aber dann muss das ja eigentlich, obwohl so, ja. Und dann macht man das hier oben. Das ist für einen Hund oder was? Ja, ist für einen Hund. Sugar Dog. Da muss man die Beine hier so jetzt durchmachen. Nee, die Beine nicht. Die Ohren. Hä, hey, warte, ich bin gerade voll verwirrt. Ja, sowas hatten wir aber schon mal in der Hand, ne? Du wolltest jetzt hier einfach nur so gucken, oder? Oh, hier. Das ist doch mal Porno-Hälfte für Dirty. Nein. So, was wollten wir denn jetzt überhaupt gucken? Nach Schuhen für dich, ne? Da sind wir hier ja völlig falsch. Diese Hundedinger. Ja, die musst du dann aber selber bezahlen, Mia. Ja, aber ich bin Geld mit. Nee, mit nicht, aber kannst du mir dann ja wiedergeben. Du möchtest andere haben, so welche wie für Skoda, oder willst du lieber sowas hier haben? Oder mit so einem Verschluss? Ich finde so ein Verschluss ja eigentlich ganz cool. Hier, sowas? Das ist ja verspringen. Ja, klar. Oder muss du nimmst. Ich muss die Streichtappen nehmen. Naja, gut, die gehören dazu, aber du könntest auch sowas hier nehmen. Weil ich weiß nicht, kriege ich das hin? Warum? Ich glaube nämlich nicht. Und ich finde das auch nicht so. Du findest nicht so schön. Okay. Weil ich möchte erst. Ja, dann musst du Springgamaschen nehmen. Nein. Was denn dann? Würdest du sowas hier nehmen? Die sind auch schick. Also sowas in der Art jedenfalls. Aber das schützt doch nicht richtig. Fass das mal an hier. Da, das Schild da, fass da mal rein, da ist ja richtig was Festes drin. Also ansonsten gibt es nur Springgamaschen oder Fellgamaschen hier, aber die sind genauso hier. Fell ist aber blöd, weil das wird so schnell dreckig. Oder nicht? Ja. Was? Zu klein? Oh, das wäre aber krass. Das ist aber ja zu klein. 1000 Ausführungen. Diese hier sind zum Beispiel auch ziemlich fest, Mia, guck mal. Nur mal eben so, fass die mal an. Sowas hier, Mia. Hier, fass das mal an, das schützt auch gut. Und das hier ist nicht so. Das hier ist XS, das ist glaube ich ein bisschen zu. Was? Die findest du schön, ja, aber. Das ist zu Vielseitigkeit schon weg. Okay. Springen ja. Gibt glaube ich hier nicht. Das weiß ich nicht. Aber du stehst auf Rot gerade, oder? Ja. Die findest du schicker. Sieht das nicht komisch aus, wenn hier auch schon Fell drin ist? War das diese hier, die du vorher hattest? Ja. Halt die mal gegeneinander. Aber da ist der Widerriss so hoch. Ja, das stimmt. Aber halt die Farben mal nebeneinander. Ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, genau, da ist aber der Widerriss so hoch. Und da ist das Problem, dass wir immer vorne... Ah, dann... Ja, aber die Farbe finde ich schrecklich. Also die ist ein bisschen zu schreiend, findest du nicht? So, Mia zieht jetzt meine Jacke an. Aber so richtig das, was wir eigentlich suchen, haben wir noch nicht gefunden. Vielleicht werden wir ja noch fündig. Obwohl ich diese Trainingsjacke da drüben gar nicht schlecht finde. Gib mir mal den Bügel. Ist halt was nicht so warm ist, ne? Was du auch mal im Winter anziehen kannst zum Reiten. Was, diese hier? Mhm. Oder? Was mit diesem Pulli jetzt scheiße. Ja, aber der muss schon drunter passen. Nein, weil der die ganze Zeit hochrutscht. Von den Ärmeln. So. Und?
muss vor den Spiegel. Wo ist denn hier einer? Da hinten ist eine Umkleide. Da hinten ist auch noch ein Spiegel. Ja, also von hinten sieht die gut aus. Oh. Erstmal durch hier. Ach, du gehst da rum, auch schön. Ja. Sieht doch gut aus, oder nicht? Ja. Vor allem kann man hier auch gucken, wie fest man das hat. Und willst du die blaue nochmal anziehen oder willst du unbedingt die schwarze? Ich will schwarz. Okay, und diese Trainingsjacke da vorne willst du nicht anprobieren? Nee? Nee. Okay. Also willst du die nehmen? Also Leute, Alter, was ist bitte das hier? Mia, was ist das? So sind, Mama. Ja, können sie sein. Wir haben schon richtig das ist, was ist Leben. Das? Das ist ein Teil. Hornets oder so? Das ist irgend so ein... Da ist so ein... Ballonvorhang. Ballonvorhang. Das. Was steht denn da drauf auf diesem Zettel? Showmaster Flatterball-Jelly. Ball-Jelly. Mhm. Okay, das ist sehr heftig. Okay, damit könnten wir Skoda mal traktieren. Yeah. Fand ich jetzt total cool hier, wie das aussieht, so alleine schon. Sag ich mal. Pack mal die andere eben weg. Mach mal den Vorhang bitte auf. Du findest die Farbe blöd? Ich finde die eigentlich ansonsten gar nicht schlecht, aber mit den Sternen finde ich ein bisschen albern. Die Farbe ist nicht deine, okay. Nein, das ist so eine komische Blaufarbe. Ja, probier mal die nächste an. Ja, okay. Das ist die nächste, aber die sieht auch nach nichts aus. Also da brauchst du, kannst du normale Jeans anziehen zum Reiten. Ich finde, die sieht nach nichts aus. Und, was sagt die? Vielleicht sagt die eine andere Farbe mehr zu. Hm? Zeig mal ein bisschen weiter oben. Also da hast du noch ein bisschen Platz zum Wachsen, ne? Ja. Mach mal den Vorhang bitte weg. Aber die sieht auch so nach nichts aus, findest du nicht? Ja, die ist ein bisschen groß. Ist sie eigentlich zu groß, ne? Ja. Ja, dann wird das mit Jeans wohl nichts. Ich hab noch die schwarze. Ja, aber die ist ja auch genauso groß wie die anderen, ist nur eine andere Farbe. Ist alles 32. Gibt's nicht kleine? Nee, 32 ist kleinste Größe. Ah, okay. Willst du nochmal bei den Softshell-Hosen eben gucken? Softshell-Hosen? Ja, oder hast du genug Winterhosen mit den Zweien? Ich probiere auch mal eben an, ja? Ich würde noch eine Winterhose machen. Dann lass die mal eben an und dann gehen wir da eben gucken. Lass die Sachen da eben also drin. Diese Farbe hier finde ich richtig schick. Zeig mal. 128. Ja, die passt aber nicht. Das ist auch 176. Nee, das ist kein... Obwohl, also das ich, ist 176. Ja, die hast du ja schon mal in Rot, ne? Die finde ich eigentlich ganz 140. Cool, die du da jetzt auf dem Arm hast. 140. Ich habe hier auch mal eben eine genommen. Und zwar, guck mal, wie schick die aussieht. Finde ich auch richtig cool. Mal gucken, wenn mir die passt. Das ist 164 noch. Ja, aber das ist auch, die ist nicht wirklich dick, ne? Hat auch ein bisschen. Ja. Ist genauso wie die fast. Aber die andere finde ich besser, glaube ich. Die hier ist auch, diese hier sind auch ein bisschen dick. Ja, weil, nee. Zieh mal die an, die du da jetzt hast. Weil ich glaube, das ist, davon hattest du ja schon mal die rote. Die war ganz gut, ne? Also, meine Hose ist nix. Und Mia steht hier, glaube ich, noch. Da. Ja, die finde ich gut, Mia. Ich auch. Die kannst du mal mit einpacken. Oh, von der Farbe her ist die gut. Finde ich auch. Die ist so blau, aber irgendwie auch nicht. Blau-grau, ja, blau, grün. Grau. So ein bisschen alles von allem. Blau-grau-grün. Okay, dann ziehen wir uns wieder um, dann sind wir fertig, oder? Leute, wir haben ungelogen jetzt fast eine halbe Stunde hier Decken gesucht. Und dann dachte ich mir so... Hier und bis wir sind tausendmal dran vorbeigelaufen. Und dann dachte ich mir so, ja, hier, das meinte sie doch, Leine Janice. Und dann war das aber nicht die richtige, also das richtige Gramm. Und dann habe ich nochmal da drunter geguckt, habe so hier geguckt, 150 Gramm und 145 und halt das gleiche. Ich habe es gefunden. Sehr gut. Mia hat es gefunden. Yay. Cool, endlich habe ich mal was gefunden. Ja, sehr gut. Die nehmen wir mit. Guck mal, weil, haben wir mal was wir könnten die nehmen oder diese hier. Aber ich würde diese... Die geht auch, aber ich glaube, wir nehmen die da. Gut. Ich muss sie erstmal rausbekommen, um dann was anderes noch runterzuschmeißen. Und jetzt gucken wir aber auch, ob das genau noch da, auch wirklich da drin ist. Weil die hat, Dörte auch, die funktionierte ganz gut mit der Amigo. Wir gucken, ob das richtige drin ist. Ja. So, Mia kommt jetzt mit der ganzen Beute.
Und ich würde sagen, im nächsten Video zeigen wir euch, was wir gekauft haben. Ich sag schon mal, es war sehr teuer. War ziemlich teuer, genau. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das waren jetzt 300 und Euro, ne? Ach ja. Genau, also wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen kleinen Haul sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Und wir würden uns riesig über einen netten Kommentar von euch freuen. So, tschüss.